Hallo liebe Werder-Fans. Ja, eine Menge los am Osterdeich, könnte man sagen. Großer Aufmarsch hier beim Abschlusstraining. Ich würde fast sagen, 300 Fans sind gekommen, um der Mannschaft zuzugucken. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, die Leute haben richtig Bock, Werder zu sehen. Passt natürlich dazu, dass es im Moment nicht regnet. Viel los war auch auf dem Platz. Florian Kohfeldt hat trainiert mit der Mannschaft. Es waren alle Spieler da, die da sein mussten. Es waren sogar 21 Feldspieler im Einsatz. Das heißt, große Aufgabe für Florian Kohfeldt. Er wird es heute der Mannschaft noch bekannt geben, aber eben morgen erst dann offiziell machen, welche 5 Spieler nicht zum Kader gehören. Es waren alle dabei, es war viel Zug im Spiel, es ging gut zur Sache. Sicher ist, dass Jerome Gondorf nicht im Kader stehen wird. Er war heute als überzähliger Feldspieler beim Trainingsspiel, beim Abschlussspiel schon nicht mehr dabei. Es sind 2 Tore gefallen, der Ball lief ganz gut, es ging gut zur Sache, es wurde aber auch gelacht. Also die Mischung, die Stimmung vor dem Spiel gegen Frankfurt, die scheint schon mal zu stimmen. Und es kommt ja mit der Eintracht ein Gegner, der in dieser Saison mit Sicherheit zu den ganz, ganz großen positiven Überraschungen gehört. Aber Werder hat dem ja auch ein bisschen was entgegenzusetzen. Seit 9 Pflichtspielen, Heimspielen ungeschlagen. Von den letzten 7 Spielen 5 gewonnen, genauso viele Punkte geholt wie die Bayern in den letzten Spielen. Also das sollte den Werder-Fans doch Hoffnung machen. Wir auf jeden Fall werden für euch dabei sein und das Ganze verfolgen.